Ja, Gratulation zum ersten Bundesligator. Ausgerechnet im Derby, wie schön ist das Gefühl? Ist ein schönes Gefühl. Ich werde den Moment nicht vergessen. Aber mir wäre lieber gewesen, hätten wir gewonnen. Unwahrscheinlich, wenn die Führung länger angedauert hätte. Stimmt, hätte ich die zweite Chance genutzt, hätten wir jetzt 3-1 geführt zur Hälfte und Rapid wäre vielleicht schwächer rausgekommen, ungesichert. Wie fasst du trotzdem dieses Spiel zusammen? Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, haben wir spielerisch sehr gut gelöst, aber zweite Halbzeit sind wir zu spät in die Zweikämpfe gekommen, haben wir Rapid spielen lassen und haben sie das 2-2 gemacht. Was ist dann passiert? Was war der große Unterschied, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht so ins Spiel kamen? Wie gesagt, wir haben Rapid spielen lassen, das war der Fehler, wir hätten sie früh unter Druck setzen müssen. Zweite Halbzeit dann am Schluss. Dein Kollege hat da einiges noch festgehalten, also ein glückliches Remis am Ende? Ja, darum haben wir auch den Iman im Tor, weil er die Bälle hält und das ist ein super Tormann. Also dieses Unentschieden im Derby, ist das was Positives, was den Lauf fortsetzt? Letzte Woche ein Sieg, diesmal ein Unentschieden oder? Ja, jetzt haben wir 4 Spiele nicht verloren, aber das müssen wir jetzt weiter fortsetzen. Jetzt geht es nächste Woche gegen WRC, dann müssen wir die 3 Punkte holen. Wie ist es für dich, bei der Austria jetzt zum Stamm zu gehören und dann mit einem Tor das noch zu gewinnen? Es ist ein schönes Gefühl für die Austria aufzulaufen. Aber wie gesagt, es ist nächste Woche ein schweres Spiel und da müssen wir Gas geben. Was bedeutet das, eben, wenn man auf die Tabelle schaut? Man will ja in diese Top 6, es werden immer weniger Spiele. Jetzt haben wir noch ein Spiel, also bevor im Winter. Da müssen wir die 3 Punkte machen und dann nach dem Winter Vollgas geben. Und es wird ein harter Kampf. So prinzipiell, wie die Austria in der ersten Halbzeit präsentiert hat, das war schon ganz stark, oder? Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Haben wir das Spiel sehr gut gelöst, die Chancen schön herausgearbeitet. Aber wie gesagt, hätte ich die Chance genutzt von mir, hätten wir 3-1 geführt. Wer weiß, vielleicht wäre Rapid aufgegangen und wir hätten noch mehr Tore schießen können. Beschreibe mal noch kurz die Chance. Sehen, dass der Strebinger ein bisschen aus dem Tor ist? Oder? Ich habe mir ein bisschen den Ball zu weit vorgelegt und hatte ich 2 Gedanken, ob ich ihn wieder überlupfe oder schießen sollte und da den gut gehalten. Ich war nur mehr mit den Fingerspitzen dran, glaube ich. Ne? Ja. Dann beim Tor, vielleicht beschreibst du das nochmal kurz. Ja, Monchi hat mir den Pass rüber gespielt. Und da habe ich 1-1 gegen den Streber gehabt und habe ihn schön überlupft und es ist ein schönes Gefühl, ein Tor zu schießen vor seiner großen Kulisse. Dankeschön. Bitte.